Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar das allererste mit meinem neuen Computer und genau darum geht es auch in dem Video. Ich möchte vorneweg sagen, ich kenne mich mit Computern eigentlich echt null aus, also ich kann jetzt nur zeigen und kurz vorlesen, was ich habe, aber ich kann nicht erklären, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe da geholfen bekommen, den Tower zusammenzubauen, also ich hatte damit nichts zu tun, außer dass ich den preislichen Rahmen genannt habe und ein paar Wünsche genannt habe, so gesehen. Und das war's. Mir wurde noch ein bisschen was erklärt vom lieben Manuel, was so Festplatten und so angeht. Aber ich kenne mich da generell nicht aus. Also, als Prozessor habe ich den Intel Core i7-7700K 4x4,2 GHz, was das dahinter auch immer heißt, was weiß ich. Ich schätze mal, dass da vier kleine Prozessoren drauf sind, ich glaube, das geht so, aber kann ich mich auch hören, weiß ich nicht, müsst ihr was mit anfangen. Meine Hauptfestplatte, das ist eine 500 GB Samsung 960 Evo M2, also die hat einen sehr schnellen Schreibspeed, schneller als SSDs und so. Das heißt, Spiele laden schneller und Anwendungen starten schneller und laden schneller und all sowas, was halt damit zu tun hat. Das ist so das, was ich jetzt so ein bisschen verstanden habe, was mich auch freut. Das ist meine Hauptfestplatte. 500 GB sind nicht allzu viel, aber es reicht halt für normale Spiele. Von daher, also sowas wie WoW oder Players Unknown Battleground oder Counter-Strike, die halt schnellere Ladezeiten brauchen. So ist die Hearthstone oder so, das kann dann alles auf die zweite oder dritte Festplatte, je nachdem wie man sich das möchte, aber da brauche ich keine schnellen Ladezeiten. Abgesehen davon sind selbst die zweiten Festplatten, zu denen wir später kommen, von der Schreibgeschwindigkeit immer noch besser als meine Festplatte von meinem alten PC. Von daher passt das so oder so. Ich habe damit auch schon Erfahrung gemacht. Also bei WoW muss man auch dazu sagen, da gibt es seit einigen Patches Probleme mit dem Ladebildschirm. Die gab es früher noch nicht. Aber das hat teilweise echt dafür gesorgt, dass ich 5 Minuten im Ladebildschirm war. Und ich habe das vorhin einmal kurz gestartet und ich hatte nicht mal einen Ladebildschirm. Ich hatte keinen Ladebildschirm. Nicht eine Sekunde, wie der Balken vollgegangen ist. Ich hatte keinen. Und das ist schon krass. Und die Installation bisher auf dieser Festplatte ging auch sehr schnell. Und PlayerUnknown's Battleground habe ich auch schon gespielt. Macht alles sehr Spaß. Das gehört natürlich auch Grafikkarte und sowas mit dazu. Aber selbst das lief relativ gut. Ist halt immer noch PlayerUnknown's Battleground. Hat halt noch so seine Performance-Probleme. Dann, was ist das nächste hier? Weiß ich zum Beispiel schon nicht mehr. 550 Watt Be Quiet Dark Power Pro 11 Modular 80 Plus Platinum. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Ist es der... Es ist nicht der Tower, ne? Keine Ahnung, müsst ihr was mit anfangen können. Kann ich schon gar nichts zu sagen. Dann das nächste MSI Z270 Gaming Pro Carbon Intel. Auch schon wieder keine Ahnung, was das ist. Müsstet ihr mir wieder beantworten. Dann das nächste Be Quiet Silent Wings 3 PWM High Speed. Bla bla bla. Kann ich auch schon wieder nichts mit anfangen. Das sogar zweimal drin. Also, wenn ihr mir das auch erklären wollt, für einen 5-Jährigen, also explain me like I'm 5, dann könnt ihr es gerne tun. Ansonsten, ihr braucht ja jetzt keinen Aufsatz zu schreiben, dann werde ich das wahrscheinlich eher nicht blicken. Aber wenn ihr es erklären könnt, als wäre ich 5, dann bin ich dafür gerne offen. Dann habe ich einen Towerkühler. Wow. Die Wärmeleitpaste, die habe ich von Grizzly gewählt, weil wegen den Grizzly Wolfsburg. Nein, war ein Spaß, ihr könnt ich erstens nicht leiden und zweitens habe ich davon nichts gewählt. Ich schätze, die Wärmeleitpaste ist auch relativ egal, welche man da wählt. Uilala, die sind teuer auf 100 Gramm gerechnet, aber gut, dass man die auch nicht braucht. Dann der Tower scheint das jetzt zu sein. Das ist vom Be Quiet. So quiet ist der gar nicht, ich muss sagen, hier. Also mein Alter war leiser, aber der ist immer noch leiser. Höre ich auch eigentlich gar nicht mit Headset und ich glaube, hört man auch nichts in Videos. Aber es hat mich gewundert, dass er überhaupt so laut ist. Ich habe echt gedacht, er wäre komplett stumm. Aber es hängt, glaube ich, auch mit den Lüftern wahrscheinlich zusammen und mein Gott. Aber es ist nicht zu laut, also es ist keine Kritik, sondern nur gewundert, dass man überhaupt was hört. Hab irgendwie was anderes erwartet. Dann kommt wieder hier 32 GB HyperX, keine Ahnung. Hat das vielleicht mit den RAM zu tun? Dann
Als nächstes meine Grafikkarte, 11 GB Asus GeForce GTX 1080 Ti. Die ist wahrscheinlich das, was sich am meisten hier heraussticht von dem PC. So, wie ich das als Laie verstehe und naja, natürlich auch preislich klar ist. Aber ja, ich glaube, von Vergleichen her, ich hatte, also man kann sich ja trotzdem ein paar Sachen angucken, auch wenn man davon nicht viel versteht, zumindest so in Vergleichstabellen. Und ich glaube, die war die zweitbeste in den ganzen Vergleichen. Und ich glaube, die beste von den GTX und den 1080ern. Ich glaube, irgendeine andere, die war besser, aber da hatte mir Manu auch was zu erklärt, aber habe ich auch schon wieder vergessen. Müsste ich vielleicht auch nochmal die Festplatte, die Tabelle zu sehen. Dann, naja, habe ich mir das zusammenbauen lassen, weil ich das natürlich nicht kann. Habe keine Ahnung davon, dann kann ich das erst recht nicht zusammenbauen. Und dann habe ich noch zweimal Festplatten, die 2 Terabyte groß sind. Da habe ich mir 2 geholt, weil wir erst vorhatten, glaube ich, oh, jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es war erst eine 4 Terabyte Festplatte angedacht. Allerdings waren 2 Terabyte nur irgendwie 10 Euro teurer und weil man dann das ein bisschen aufteilen kann, dass man zum Beispiel die Spiele auf die eine Festplatte und die Aufnahmen auf die andere Festplatte, wenn ich dann, das ist natürlich bei sowas wie PlayersUnknown's Battleground oder CSGO jetzt irrelevant, weil da habe ich das auf der Hauptfestplatte, aber mein Aufnahmeprogramm ist auf der Hauptfestplatte und wenn ich dann ein Spiel spiele, was wie beispielsweise Hearthstone, wenn ich das aufnehme, das ist dann auf der zweiten Festplatte und das wird dann ausgespuckt auf der dritten. Damit habe ich dann mehr Entlastung und mehr Kapazitäten für die schnellere Lesen und Schreiben für die Festplatten. Deshalb waren da für 10 Euro 2 Terabyte dann besser als eine 4 Terabyte. Und als letztes LG Electronics DVD Writer, einfach nur, weil ich noch ein paar alte Spiele gerne spiele, die ich halt via CD hier habe. Eigentlich wollte ich erst keinen CD-Laufwerk, aber dann ist mir eingefallen, wait, what? Ich habe hier noch ein paar Spiele, die via CD liegen habe und die ich nicht auf Steam mir irgendwie billig kaufen kann, weil es sie da nicht gibt. Und deswegen noch den. Und ja, das war soweit mit meinem PC. Tut mir wie gesagt leid für die Vorstellung, aber ich kann dazu nicht viel sagen. Und naja, wer damit was anfangen kann, bitte sehr. Wenn nicht, wir sehen uns morgen bei den nächsten Videos. Die anderen natürlich auch. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.